Spaß. Flux FM präsentiert die Stimmenhörwoche bei Stadtland Flux. Bei Stadtland Flux. Auch heute am Freitag haben wir eine höchst interessante Stimme für euch eingeladen, die das Berliner Stadtleben prägt, vor allen Dingen den öffentlichen Nahverkehr wie keine andere. Nachdem wir ja schon querbeet durch verschiedenste Stimmkünstler gegangen sind in dieser Woche, darf natürlich Ingo Ruff nicht fehlen, der S-Bahn-Sprecher von Berlin. Herzlich willkommen, lieber Ingo. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Nadine. Ich freue mich total, dass du da bist. Damals, als ich nach Berlin kam, das war 2001, da musste ich auch beruflich sehr viel S-Bahn fahren. Ich habe immer deine Stimme gehört. Ich fand sie immer total sympathisch. Und wir können es ja euch sagen, wir haben uns vor kurzem auf einer Party durch Zufall gesehen, standen auf einem Dach in der Nähe vom Zoo und dann kam mir ins Gespräch und dann so, ich so, was machst du? Ja, ich bin der S-Bahn-Sprecher von Berlin. Ich so, was? Du bist das? Und dann stand ich neben der Stimme. Wie oft geht dir das so, dass manchmal einer dann sagt, ach Quatsch, das sind Sie? Das gibt's ja nicht. Ja, es gibt zuerst ein kleines Erstaunen und dann realisieren die Leute, ja, ist es wahrscheinlich doch, aber ich muss meistens dann eine Probeansage sprechen, damit mir es abgenommen wird, ne? Du machst das schon seit vielen Jahren, seit den 90ern, ne? Ja. Wann genau? Seit Mitte der 90er Jahre. Ich tippe jetzt mal so ganz genau, weiß ich es gar nicht mehr. Es war 93 oder 94. Seitdem begann die Sprachdigitalisierung. Ich habe damals bei der DB gearbeitet. Und mein damaliger Chef sagte zu mir, Ingo, du hast die Stimme, du sprichst das jetzt einfach. Und genauso habe ich es gemacht. Und wenn dein Chef das schon zu dir gesagt hat, hast du dann früher als kleiner Junge auch schon gemerkt, irgendwie, ich liebe es mit Stimme umzugehen, ich möchte vielleicht irgendwas später da mal mitmachen? Oder hat der dich denn im Grunde erst darauf gebracht, dass du eine tolle Stimme hast? Nee, gebracht hat er mich darauf, glaube ich, nicht. Ich hatte als Jugendlicher immer schon mal Ambitionen, Richtung Gesang zu gehen. Hab das auch mal versucht eine gewisse Zeit, habe festgestellt, es ist doch ganz schön anstrengend, richtig zu singen. Und bei mir ist es so, ich treffe nicht unbedingt immer den richtigen Ton oder wenn ja, dann kann ich ihn vielleicht nicht ewig halten. Und insofern habe ich mich dann entschlossen, doch lieber Moderation zu machen und das lief besser. Und du hast ja sogar damals was aufgenommen. Wir haben hier was gleich noch, ein kleines Schätzchen für euch, das wir euch vorspielen wollen, aber wollen erstmal ein bisschen mehr über Ingo erfahren. Also hat er gesagt hier, du hast eine super Stimme, mach das doch wie und dann bist du gleich in die Kabine und hast die Ansagen gemacht oder wie lief das ab? Ja, im Prinzip schon. Du musst dir vorstellen, Anfang der 90er Jahre ging das Ganze los, dass die Bahn dann in den Zügen die Stimmen digitalisieren wollte. Und wir nannten uns das sogenannte Ton- und Informationsstudio bei der DB. Und mein Chef sagte dann, okay, hier hast du eine Liste und wir probieren das Ganze mal aus. Wir hatten dann eine entsprechende Sprecherkabine, in die habe ich mich reingesetzt und dann ging's los. Von heute auf morgen. Und du hast ja schon so viele Stationen eingesprochen, machst das ja nicht nur für Berlin, sondern im Grunde deutschlandweit. Ne? Wo kann man deine Stimme überall hören? Ja, eigentlich bundesweit, wenn es das Wort eigentlich nicht geben würde. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel die S-Bahn München zählt nicht dazu. Die Kolleginnen und Kollegen von der S-Bahn München wollten unbedingt eine regional eingefärbte Stimme haben und dieses Bayerisch beherrsche ich nicht ganz so. Die Bazis wieder, wollen wieder eine Extrawurst, ja, ne? Ja, so in etwa. Das machst du unter anderem vielleicht bald ja sogar für den Fernverkehr, eigentlich eher im Regionalverkehr, aber du hast gerade einen Zettel liegen, du hast mal so mitgebracht, einen Plan, was du alles so machen musst. Fast 6000 Städte im Regionalverkehr hast du als Station eingesprochen, ne? Also es gibt in der Bundesrepublik 5400 Bahnhöfe und 6000 Ansagen habe ich eingesprochen mit Sonderansagen. Also zum Beispiel achten Sie auf die Lücke zwischen Bahnsteig und Zug, deshalb wären es dann ungefähr 6000, ne? Und die kommen aus den unterschiedlichsten Winkeln, diese Ansagen dann, die ich da sprechen muss. Und es ist nicht immer einfach, natürlich gleich die richtige Aussprache zu treffen. Ganz klar, im Norden werden andere Orte anders ausgesprochen, auch als im Süden. Ne? Na klar. Und um dieses Thank you for traveling with Deutsche Bahn zu vermeiden, soll im Fernverkehr vielleicht öfter auch deine Stimme jetzt mal zu hören sein, wenn wir im ICE oder im überregionalen Zug sitzen? Ja, das kommt vor, gerade bei neuen Zuggattungen, die an den Start gehen, gerade zum Fahrplanwechsel jetzt am 13. Dezember ist es soweit. Da wird ein neuer Intercity die 2 eingeführt und dort wurde ich dann gebeten, einige Ansagen zu sprechen für diesen Zug. Dürfen wir da schon was hören? Müsste ich mal nachschauen hier. Wir haben ja hier, ich habe eine Liste mitgebracht. Aus den internen Papieren dürfen wir jetzt was hören. Ja, ja, ich habe also eine riesengroße Liste mitgebracht und da finde ich auch eine Ansage für den sogenannten Intercity 2. Soll ich das mal machen? Mach mal. Okay. Soll ich das mal machen? Das ist aber nett von dir hier. Ja. Willkommen an Bord unseres neuen Intercity. Heute ist der offizielle Start unseres neuen Zuges. Sie gehören zu den ersten Gästen, die in unserem Intercity 2 entspannt und komfortabel reisen. Entdecken Sie die vielen neuen Annehmlichkeiten, die Ihnen unser Zug bietet und genießen Sie Ihre Fahrt mit der Deutschen Bahn.
Ich werde verrückt. Wenn du schon die ganzen Städte immer eingesprochen hast, hast du dir sicher auch mal Namen gemerkt, wenn man Leute trifft, mit denen ins Gespräch kommt und sagen, ich komme aus, okay, Wanne-Eickel kennt jetzt eh jeder, aber aus Hintertupfingen. Mhm. Und dann klingelt es bei dir bestimmt ganz oft, oder? Wenn man die Namen alle schon mal gesprochen hat, kann man die Regionen sogar zuordnen? Das geht mir so oft so, dass ich mir einbilde, ach, da warst du schon mal, und stelle dann plötzlich fest, nee, ich war doch nicht da, ich habe den Ort bloß gesprochen. Mhm. Und dann überlege ich, wo kann denn dieser Ort sein, und ich komme nicht drauf. Mhm. Das kommt schon vor. Man könnte dich vielleicht als Telefonjoker irgendwo einsetzen, oder wäre das zu weit gegriffen? Gute Frage. Vielleicht ist dieser Ort in Deutschland? Ja. Ich weiß es nicht. Hängt von der Situation ab. Könnte man probieren. Warum nicht? Gibt es auch Fanpost an die Deutsche Bahn, dass jemand schreibt und sagt, also der hat aber auch eine sympathische Stimme. Kam schon mal vor. Mhm. Also ich würde sagen, es kommt nicht regelmäßig vor, aber es gibt schon einige, die dann rausbekommen wollen, wer versteckt sich hinter dieser Stimme. Oder kann ich diese Stimme vielleicht mal buchen für eine Veranstaltung? Das kommt natürlich auch manchmal vor, ne? Oder einfach bloß einige Fans, die sagen, ich möchte jetzt gerne eine ganz private Ansage haben, und dann spreche ich die auch ab und zu. Wir hören jetzt mal rein in deine musikalische Leidenschaft, die du damals ausgelebt hast. Das war in den 90ern. Mhm. Ein ganz privater Schatz, den du netterweise für uns hier aus deiner Bibliothek gegriffen hast. Erzähl uns von dem Song und was für ein Projekt steckte damals dahinter? Wir haben damals gedacht, es ist vielleicht gar nicht so schwer, in die Musikbranche einzusteigen, und wir haben dann gedacht, okay, welche Musiken sind momentan aktuell, und unsere Vorbilder waren zum einen in den 80ern Synthie-Pop, also eine Synthie-Pop-Band wie Depeche Mode, zum anderen aber auch so ein bisschen Reggae-Pop wie UB40, und diese Mischung wollten wir unbedingt mal ausprobieren, und das haben wir mit dem Projekt BMC gemacht und Better World, und ich denke, das hört man auch so ein kleines bisschen raus, diese Verwandtschaft von den Sounds. Sehr gut. Könnt ihr das nächste Mal dran denken, wenn ihr in die S-Bahn steigt und Inge sagt, nächste Halt Wannsee, dann denkt ihr, ach, das ist doch der von BMC. A Better World im Dance Mix von Bronzo Music Corporation, BMC, eine Produktion aus dem Jahre 93. Am Mikrofon war Ingo Ruff, der heutige S-Bahn-Sprecher, den wir in Berlin kennen. Damals hast du verrückte Sachen gemacht, da habt ihr gesagt, wir machen uns einfach mal hier. Und ich finde, das klingt doch voll anständig, kann man doch machen. Hast du als Schatz noch in deiner Truhe liegen? Wann ziehst du den Hut öfter mal, das Ding aus dem Hut, meine ich jetzt? Ach, wenn es mir einfach Spaß bereitet. Das heißt, wenn wir auf Veranstaltungen sind und wenn es mir gut geht, so nach dem Motto, wenn ich sage, okay, jetzt könntest du den Song vielleicht doch mal singen, ja, weil die Stimmung dementsprechend ist, dann kommt es schon mal vor. Aber ansonsten ist es, wie du schon sagtest, ein wohlgehüteter Schatz. Und du hast sie mit uns geteilt, das wissen wir zu schätzen. Ja. Damals, als du 16 warst, warst du schon als DJ unterwegs mit dem Namen E.A. Rufferson. Mhm. Ja. Angelehnt an den sogenannten B.A. Robertson, wie ich gerade lernen durfte, der damals den Hit Bang Bang hatte. Ja. Das fand ich damals sehr, sehr lustig und witzig. Und die Nummer war ja europaweit sehr, sehr erfolgreich. Und die Idee bin ich dann gekommen, als ich den Namen immer wieder gehört habe und in den Charts ihn auch mal gesehen habe. Und da dachte ich, ach, der passt ganz gut zu dir, dieser Name, E.A. Rufferson. Und so ist es dann gekommen. Also eine Affinität zu diesem ganzen Mikrobereich und Musik und so hattest du auf jeden Fall auch immer schon. Jetzt bist du aber auch auf vielen Veranstaltungen unterwegs. Du bist ja nicht nur die Stimme der Bahn, sondern irgendwann hat sich ja auch mal ausgesprochen und die Dinge sind eingesprochen. Was macht denn der Herr Ruff dann? Naja, ganz eingesprochen sind die Sachen nie, denn du hast ja gerade gehört, es gibt immer wieder Neuigkeiten zum Fahrplanwechsel, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Es gibt da so einen kleinen Fahrplanwechsel Mitte des Jahres, Ende des Jahres den großen, und dann gibt es immer wieder einige Sachen zu tun, die dann einzusprechen sind. Mhm. Ansonsten habe ich eine kleine Eventagentur, gestalte Veranstaltungen, habe verschiedene Partner und moderiere auf verschiedenen Veranstaltungen auch. Am meisten natürlich für die Deutsche Bahn, liegt ja nahe, ne? Und auch sehr stark fürs Bundesland Baden-Württemberg oder dort für den Drei-Löwen-Takt, zu vergleichen hier mit dem VBB. Ah, okay. Und wenn man dann mal erkältet war, wir hatten letzte Woche telefoniert, da sagst du, oh Mann, ich habe mir ganz schön was aufgesagt, dann spricht man ja, deine Stimme ist dein, wie sagt Kapital. Man? Kapital, genau. Und dann auf einmal, wie kann man wieder anknüpfen an eine gut geölte Stimme, die sich ja vielleicht durch eine stärkere Erkältung dann auch verändert hat? Na, es braucht schon eine gewisse Zeit, sagen wir es mal so. Man braucht da Ruhe, um die Stimme zu kurieren, und dann wird sie auch wieder fit, ne? Aber das geht nicht von heute auf morgen. Und gerade wenn man Sprachaufnahmen macht, dann muss man schon dann anderthalb Wochen so pausieren, dass die Stimme wieder im normalen Fahrwasser ist, ne? Ansonsten funktioniert das nicht. Ansonsten passen ja die Sachen nicht zusammen oder die Stationsansagen nicht zusammen, wenn ich die erkältet einspreche. Denn du musst dir vorstellen, es werden ja oftmals alte mit neuen Ansagen kombiniert, und es soll dann nach Möglichkeit gleich klingen. Das kannst du aber bloß, wenn die Stimme wieder im Normalzustand ist. Was wird denn so kombiniert? Na, zum Beispiel der nächste Halt. Ja, den gibt es ja meistens nur ein oder zweimal mit der nächsten oder die nächste Station. Und dann kommt zum Beispiel eine Ansage oder eine Station, die, ich guck mal auf mein Manuskript, gerade Idle steht.
oben in Hamburg. Ne? So, die Sachen werden dann kombiniert und dann kommt vielleicht noch eine Umsteigebeziehung dazu, so nach dem Motto Umstiegsmöglichkeit zum Nahverkehr in Richtung oder irgendetwas anderes. Also das ist ganz, ganz bunt. Ich habe oftmals das Gefühl, wenn ich solche Ansagen höre, mir fällt es bei Frauen immer auf, ich weiß nicht, warum das so ist, aber das ist dann wie so Computer und nächster halt und dass man merkt, ah okay, jetzt hat der Computer hier fast schon Buchstaben zusammengesetzt, damit ein Wort dabei rauskommt. Geht dir das manchmal auch so? Woran liegt das? Weil bei dir wird es ja offenbar alles in einem Guss oder bei dir klingt es irgendwie nicht so? Das ist unterschiedlich. Also es gab in den 90ern ja den Beginn erstmal dieser Sprachdigitalisierung und da waren die Sprachspeicher noch nicht so groß. Und da musste man darauf achten, Speicher zu sparen. Und insofern wurden da viele Sachen extrem gestückelt. Heute im MP3-Zeitalter ist es halt nicht mehr so. Da kann man eben wirklich Sätze sprechen und insofern hat das sicherlich damit zu tun. Du bist ja eine feste Bank, ne? Also du machst das jetzt schon so viele Jahre. Man hört ja oft bei anderen Sachen auch schon wieder ein neuer Sprecher oder man gewöhnt sich oftmals gar nicht an Stimmen. Aber bei dir ist es so, jedenfalls begleitest du uns ja schon seit so vielen Jahren, seit den 90ern mit deiner Stimme in der Bahn. Die müssen ja große Stücke auf dich halten, zu Recht. Also ich finde ja auch, dass du das super machst. Hat man da irgendwie mal eine Rückmeldung oder weiß man einfach, ja, die verlassen sich auf einen und die buchen einen auch immer wieder? Naja, man ist ja sowieso auf den ganzen Zügen drauf und die Stimme einfach so zu wechseln, das ist nicht so ohne weiteres zumindest möglich, weil das verursacht natürlich auch immer dann neue Kosten. Man müsste ja dann, um sich zu stückeln, die Stimme mit einem Mal auswechseln und solange es meine Stimme noch gibt und die Leute können sie ertragen, so möchte ich es mal bezeichnen, ist es ja okay. Hast du noch einen Lieblingshalt vielleicht, den du am liebsten ansagst, irgendeine Station oder ist dir das alles ganz Schnurzpiepe? Nö, eigentlich nicht. Es gibt schon einige, die klingen, denke ich, ganz gut, so wie zum Beispiel nächste Station, Berlin Zoologischer Garten. Ingo, komm, hau noch ein paar raus. Das ist so schön, wenn du da bist. Ich genieße das gerade. Ich hoffe, ihr auch. Nächster Halt, Alexanderplatz. Ausstieg rechts. Oder nächster Halt, Flux FM. Nadine Kreuzer Allee, ja, Ausstieg links. Schlossallee fast, könnte man sagen. Ja. Gibt es Sachen, wo man dann immer noch einen Wurmfortsatz hinten dran hat? Sie haben Zugang zu und dann Anschluss an. Das wird auch alles dann zusammengepappt im Nachhinein. Ne? Auf alle Fälle. Also es gibt einen richtigen Baukasten von Ansagen. Und im Vorfeld, bevor diese Ansagen dann auch wirklich über die Lautsprecher laufen, gibt es eine sogenannte Satellitenortungsfahrt, die durchgeführt wird. Da werden die Koordinaten einfach gespeichert. Und dann sind die im System wirklich vorhanden. Und dann weiß der Bordrechner, wenn ich in diesen bestimmten Bereich reinfahre, ich muss eine spezielle Ansage auslösen, wie zum Beispiel diesen nächsten Halt, dann Berlin Zoologischer Garten und dann noch eine Umsteigebeziehung hinterherbringen. Inwiefern hat sich deine Stimme denn von den 90ern bis jetzt verändert? Ist alles nochmal neu aktualisiert worden oder ist die gleich geblieben wie jetzt, wenn es... Wann hast du das letzte Mal den Alexanderplatz eingesprochen? Ich weiß es nicht. Ist eine Weile her. Mhm. Ja, auf alle Fälle, die Stimme verändert sich ja fast täglich, muss man dazu sagen. Ne? Also das geht mir zumindest so. Wenn man ganz genau hinhört, wird man feststellen, jeden Tag ist ja eine Stimme etwas anders. Man muss aber ungefähr die Balance dann finden, um diese alten mit den neuen Ansagen zu koppeln. Und das ist eine Aufgabe, die gar nicht so einfach ist. Aber ich denke, die gelingt uns einigermaßen. Ingo, dann gehst du jetzt gleich wieder in deine Sprecherbutze und wirst die nächsten Sätze, die du uns ja vorab hier schon mal gesteckt hast bei Flux FM, auch einsprechen und dann hören wir dich vielleicht sogar bald im ICE. Auf alle Fälle. Und das, was ich hier mitgebracht habe heute, das war eine absolute Premiere für euch, ne? Eine Weltpremiere für euch. Scheiße, das ist mir klar. Es ist super exklusiv und wir sind ja auch vollkommen dankbar, dass hier bei uns über den Äther ging und dass wir auch noch in dein musikalisches Nähkästchen reinhören durften. Es hat mich total gefreut, dass du Zeit für uns hattest. Das passt total gut in unsere Stimmreihe, die wir diese Woche hatten. Das machst du nochmal den Abschluss. Und ihr wisst jetzt, wer dahinter steckt, hinter der Stimme von Berlin. Ingo Ruff, der S-Bahn-Sprecher, war bei uns zu Besuch und habe ein schönes Wochenende. Vielen Dank, Nadine, dass ich hier sein durfte. Hören uns oder sehen uns in der S-Bahn, oder? Oh, sehen wir ja noch besser. Also man sieht dich auch. Bist du auch richtig fleißiger S-Bahn-Fahrer? Ja, und du erkennst mich ja dann, viele andere nicht. Du hast den Vorteil. Genau, da wollen wir nämlich gleich mal hier ein Foto vielleicht noch bei dir. Wollen wir das mal machen? Stellen wir gleich mal auf die Facebook-Seite, damit ihr wisst, wie der Ingo überhaupt aussieht. Vielen Dank. Habt einen schönen Tag. Tschüss.